Dieser Eishockeysommer wird heiß. Richtig heiß. 7 packende Duelle am Grill. Die Eisbären Berlin gegen den EHC Red Bull München. Hallo zur Penny DL Grillmeisterschaft. 14 Teams haben wir dabei, das heißt 7 Duelle. Und wir küren dann am Ende den Penny DL Grill Champion mit einem tollen Team hier. Grill- und Kochprofi Stefan Ziemann, du bist heiß, ne? Ich bin richtig heiß. Schauen wir mal, was ich hinkriegen. Und DL Referee Lasse Kopis ist auch dabei. Du hast einen ordentlichen Blick drauf. Ich passe auf. Und wir starten ja auch mit einem echten Knallerduell, denn München tritt an gegen den amtierenden deutschen Meister, die Eisbären Berlin. Und da haben wir für München Conny Abelshauser und Nico Appendino. Und für Berlin Kai Wissmann und Erik Mick. Also echt eine Krachersache schon zum Einstieg. Was gibt's denn, Stefan? Also wir werden so einen Chicken Muffin machen. Das heißt nicht Muffin süß, sondern Muffin herzhaft mit Geflügelkeule, ein bisschen Barbecue-Soße drauf, einen kleinen Salat dazu, Baked Potato dazu und zum Schluss gegrillte Banane mit ein bisschen Schokolade. Das klingt hervorragend. Wir sind sehr gespannt, aber jede Grill-Session startet natürlich mit einer guten Vorbereitung. Und da gucken wir jetzt, wie München und Berlin sich geschlagen haben. Erstmal zu Penny. Bananen und Hähnchen im Angebot. Passt. Eisbären Berlin. Schalalalalala. Wir schauen einfach von Produkt zu Produkt. Banane. Kopf für deine oder meine ist die Frage. Jeder mag Schokolade. Dunkel oder Vollmilch oder beides? Beides natürlich. Wenn es der große Hunger ist. Ich finde die Baked Potato noch nicht. Ja, hoffentlich ist er dann besser beim Taschentragen. Ich glaube, wir haben alles. Geil, dann geht's jetzt zur Kasse. Kasse, wir kommen! Und Nico, sind wir siegersicher, oder? Auf jeden Fall. Lass mal dann auch die Korken knallen, wenn wir gewonnen haben. Außerdem wollten wir was Veganes auch noch einpacken. Im Partnerlook. Noch siegessicher. Let's go. Also der Einkauf hat schon mal geklappt und jetzt wollen wir sie willkommen heißen. Hier kommen die Protagonisten aus der Hauptstadt, der amtierende Meister Eisbären Berlin. Hey Jungs. Hey. Hi. So, schauen wir uns mal euren Tisch an. Also ich finde, das ist sehr überschaubar. Ich habe mir euren Einkaufszettel hier auch mal dabei. Ihr seid sehr sparsam, fast schon mickrig, würde ich sagen. Ja, wir haben alles minimalistisch gehalten und das, was wir brauchen. Und, Alles dabei, was sein muss und im Preis billig. Also hier. Minimalistisch und jetzt holen wir den Gegner rein aus München, EHC Red Bull München. Jungs, kommt rein. Hallo. Servus. So, habt ihr euch die Sonnenbrillen auch gleich noch mit erstanden? Ja, genau. Weil wir grillen einen Style. Grillen in Style und vor allem hier direkt mal den Siegessekt auch schon mit eingetütet? Ja, wir sind uns ziemlich siegessicher. Ja, weil wir einfach drauf haben. Große Töne, große Töne. Und unsere Kriterien natürlich wollen wir auch mal erwähnen. Wir schauen natürlich nicht nur aufs Geschmackliche, sondern auch auf eure Performance hier am Grill. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Ihr wisst alle, was ihr zu machen habt? Ich habe für euch schon mal, schaut's mal hier, ja. Die Hähnchenkeulen. Da habe ich euch schon mal die Knochen rausgenommen. Perfekt. Gewürz erstmal in der Schüssel, dann die Hähnchen dazu und alles miteinander vermischen. Okay? Machen wir. Tropfen Öl drauf und das ist gut. Stefan, gibt es einen Geheimtipp? Geheimtipp ist immer ein klein bisschen, ein Gefühl ist ganz wichtig und immer ein bisschen Zucker reinmachen in so eine Gewürzmischung, auch für Fleisch, immer ein bisschen Zucker rein, das macht das Ganze rund auf der Zunge, macht das Ganze lecker, schön miteinander verkneten, nicht zu viel Öl, ja gut, Öl meinen wir es gut, gell? Viel hilft viel und dann einfach ein bisschen was von den Gewürzen hier rein. So Männer, wie ist eure Strategie? Erstmal die Gewürzmischung präparieren und dann... Aber das macht ihr schön im Teamwork hier, ne? Ja. Also sind ein eingespieltes Team. Eingespielt, ich merke schon. Wie steht es um eure Grillerfahrung? Ja, relativ gut, aber meistens ist es dann doch eher Steak und Würstchen oder so. Ja. Also Chicken Muffins haben wir noch nie gemacht.
Die Form. Ja? Da habe ich euch Löcher reingebohrt. Ah, okay. Damit und das Fett, was entsteht, einfach rauslaufen kann. Mache ich zu Hause auch immer. Hast du auch gemacht, oder? Und dann packst du die einfach hier so rein, schau. Nennt man dann Chicken Muffins. Stefan, ist das so richtig? Es ist top. Ja? Er kann bei mir anfangen demnächst. Also wenn es nichts mehr auf dem Eis und so weiter, dann kommst du einfach zu mir. Ja, ein Bock wollte ich ja, habe ich hoffentlich nur, aber ich komme dann später auf das zurück. Wie schaut's bei euch? Lasse, alles gut? Ja, soweit. Ich habe noch keine Regelverstöße gesehen. Jetzt packen wir das mal hier drauf. Wir machen das Ganze bei indirekter Hitze. Das heißt, der Brenner hier drunter, der ist ausgeschaltet. Ja, okay. Das heißt, nur hier ist Hitze und hier ist Hitze. Stellen Sie auf die linke Seite. Die anderen beiden Brenner, volle Kanone, Deckel zu. Und jetzt zirkuliert die Hitze. Und du hast nicht das Problem, dass du hier Rauchsäulen hast bis nach Rosenheim. Und jeder kann zugucken. So, den Sekt nehme ich jetzt erstmal weg. Mal sehen, wer den am Ende bekommt. Den kannst du uns schon mal kalt stellen, bitte. Conny, als Naturbursche mit einem Bauernhof zu Hause, was kommt dann normalerweise bei dir auf den Grill? Ja, Fleisch. Fleisch natürlich immer. Ja, aber ja, eigentlich nur Fleisch. Das heißt, wie oft grillst du so ungefähr? Im Sommer würde ich sagen, wöchentlich eigentlich. Ich hole es einmal kurz raus und zeige es euch allen. Ah. Seht ihr das? Ja. Wie geil das aussieht? Sieht gut aus. Jetzt machen wir hier ein bisschen von der Barbecue-Soße rein, pinseln die noch ein bisschen ein, ich lasse das immer kurz stehen und dann packen wir es nämlich noch mal drauf. Das gibt dann noch mal so einen richtig schönen Glanz. Und jetzt ist einfach hier so schön einpinseln. Genau. Was habt ihr für ein Gefühl? Ah, jetzt wird sehr gutes, für sehr die gutes Optik. Gefühl. Ne? Das ist hier der, genau, und jetzt kommt es nämlich noch mal rein. Jetzt kommt es noch mal rein. Hier wird schon mal die Bananen in Angriff genommen. Jungs, haltet euch ran. Ihr seid immer noch beim Gesunden. Lass uns ein bisschen Zeit hier drüben, das muss ja auch schmecken, oder? Es wird dann mit Liebe zubereitet und das dauert dann immer ein bisschen. Wie sieht's aus? Wie lange müssen wir uns denn noch gedulden? Ihr seid schon fast fertig? Ja. Hier geht's auch schon auf den Grill. Ich merke, wir gehen in die letzte Phase. Habt ihr schon mal Banane gegrillt? Erfahrung damit gesammelt? Noch nie. Na, auch noch nicht. Beim Anrichten, denkt dran, nicht zu viel immer. Manchmal ist weniger mehr. Ist das jetzt noch mal eine Kunst für sich eigentlich? Ja, also meistens ist es bei mir so, wenn ich dann fast fertig bin, dann will ich es auch gleich essen. Aber für die Jury gebe ich mir jetzt auch ein bisschen Mühe, das ein bisschen zu präsentieren. Was macht die Banane einfach so vor sich hin? Grill habe ich schon ausgeschaltet, aber die braucht ja nicht mehr so heiß. Du siehst, wenn Schokolade zu viel Hitze kriegt, zersetzt sie sich, dann heißt da wird sie dann gerinnt. Und das ist optimal, die soll nur schmelzen, die Banane soll warm sein. Die wird außen, das soll so sein. Die wird außen schwarz, das ist ganz normal. Warm und schlotzig soll sie sein. So, sind wir fertig, oder? Fertig. Sind wir fertig, Conny. Ja, das war nett am Grill, aber das Wichtigste ist doch, es muss schmecken. Und das testen wir jetzt. So. Wollen wir, oder? Ja, nein, wir wollen nicht, wir dürfen. Wir dürfen und starten natürlich beim Deutschen Meister. Sterne auf dem Trikot und gucken wir mal, ob es hier auch einen Stern gibt. Richtig, wie viele Sterne habt ihr auf dem Trikot? Acht. Acht? Ach, So, was haben wir hier? Wir haben Chicken Muffin, das heißt außen Muffinblech. Wir haben drunter leckeren so einen Coleslaw-Salat, Baked Potato mit vielen Kräutern, Barbecue-Soße. Schaut lecker aus, ich freue mich drauf. Ja, wir probieren das jetzt und die Rezepte findet ihr natürlich auch zum Nachgrillen auf der Webpage penny.de/eishockey. So, ran würde ich sagen. Jetzt aber mal, komm. Mmh, würzig. Das Fleisch ist gut. Fleisch ist gut durch. Hm? Bisschen salzig, ne? Der Salat ist so ein bisschen. Wer ist in Love von euch? Gut, gut gemeint. Wer ist verliebt? Ja, beide. So, jetzt zur Nachspeise. Banane praktisch gefüllt mit Schokolade und die einfach nur auf dem Grill, sondern einfach nur die Schokolade soll schmelzen, die Banane soll warm sein, dass es so eine richtig schöne Konsistenz auf der Zunge hat. Mmh. Ist gut, oder? Schoko geht immer bei mir. Ist ein schnelles Dessert, packst du, wenn du praktisch den Grill ausmachst, packst du das Dessert drauf, 5 bis 10 Minuten ziehen lassen, super fertig. So, jetzt rüber. Der bisschen Salat, weniger bisschen Röstaroma. Gröber. Salat ein bisschen gröber geschnitten, ja? Salat ein bisschen gröber. Das ist nichts Falsches. Ach, läuft das aber euch? Es ist wie auf dem Eis Teil der Experience, wenn man bei uns ist. Der Salat ist hier angenehmer.
angenehmer. Mhm. Und dann sind wir da, ich oder? Finde, der könnte ein bisschen mehr haben. Mhm, genau. Oh, mit Deko. Die Deko. Aha, gar nicht so leicht. Es ist wirklich lecker. Also da hast du jetzt wenig Unterschied. Ja, ist schon Fotofinish, oder? Ja, es ist Wahnsinn. Hm. Die Banane à la Conny, wie ist die so? So ein bisschen wie sein Schlagschuss. Krumm. Wir kommen zur Punktevergabe. 3 Kategorien. Geschmack, Hauptgang, Dessert und dann noch die Performance. Wir bewerten. Stefan, lass uns mit den Berlinern starten. Hauptgang? Berlin Hauptgang bei mir 6 Punkte. Bei mir eine 7. Bei mir eine 8. Dessert? Dessert bin ich auch bei einer 8 in Berlin. Bei mir sind es auch 8 Punkte. Bei mir ist es eine 7. Und jetzt noch die Performance. Die haben das sehr perfekt gemacht. Da würde ich also mal vorschlagen, gemeinschaftlich für uns eine 8. Was meint ihr? Ja. Gut? Super. Bin ich dabei. Also, Performance 8. Jetzt sind wir bei den Münchnern. Hauptgang? Hauptgang, bin ich bei einer 7? Ich bei einer 8. Aha. Ich bei einer 6. Schön. Dann sind wir beim Dessert. Dessert ist bei mir leider nur eine 7 geworden. Ist bei mir auch eine 7. Eine 7. Auch eine 7? Mhm. Gut. Performance sind wir hier bei glatten 6 Punkten. Wobei Sie natürlich hier noch den Sekt mit dabei haben, ne? Ich habe nichts gekriegt, Entschuldigung. Von mir gibt's 7. Deswegen müssen wir uns jetzt in der Mitte finden. Was sagst du? Wir nehmen die 7. Wir nehmen die 7. Also gut, dann nehmen wir die 7. So. Performance 7, habt mich überredet, wunderbar. Und damit haben wir den Endergebnis. Amtierende deutsche Meister, die Eisbären Berlin schlagen den ERC Red Bull München. Ja, wie gesagt, wir haben ja beim Kaufen vorausgedacht und einen schönen Sekt mitgenommen. War eigentlich für uns geplant, aber den habt ihr euch verdient, Jungs. Dankeschön. Danke. Bitte. Was sagt ihr zu eurem Sieg? Ja, wir sind happy. Es war ja kein leichtes Duell. Die Münchner haben das auch sehr stark gemacht. Deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir den Sieg holen konnten. Die Revanche gibt's dann auf dem Eis, oder? Mit Sicherheit. Da ist dann mit euch zu rechnen. Das war das Duell. Das erste Duell der Penny DL Grillmeisterschaft zwischen München und Berlin. Wir kommen wieder mit Mannheim gegen Schwenningen. Bis dann.